Mai, Owusu. Okay, versucht es direkt. Den Mai kann er abziehen. Er schießt und gute Parade, guter Schuss. Torchance Nummer 1 für die Fortuna. 41. Spielminute hat er gut gemacht. Ah, guter Ball, aber Hölscher. Tick zu klein für diesen Ball, aber der Ball ist noch heiß. Und Torschuss, dem Mai, endlich mal. Gut gehalten vom Keeper Alexander Sebald. Den holt er noch, klärt zur Ecke. Stunde gespielt. Ah, guter Ball und da macht er sich lang, der André Weiß. Wirkt im ersten Moment gar nicht so gefährlich. Diese Bogenlampe senkte sich dann aber noch gefährlich und André Weiß musste dann sich wirklich nochmal strecken. Und jetzt kann Rödinghausen klären. Handspiel. Hätte ich gesagt, Schiedsrichter sagt, nein, nein, das ist die Brust. Sascha Marquet setzt nach. Marquet, Tor! 1:0! Dann sagt der Schiedsrichter Freistoß für den SV Rödinghausen. Die haben es jetzt natürlich eilig und wenn es ein bisschen hektisch wird, dann leidet die Konzentration. Und das war der Schlusspfiff, die Fortuna verdient mit 1:0 hier im letzten Spiel. Wir sagen danke, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, zum nächsten Heimspiel hier im Südstadion heißt die Partie dann übrigens Fortuna Köln gegen Rot-Weiß Essen. Wir sehen uns. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.